Leute, großartige Neuigkeiten. Am 29. März kommt unser Buch raus. Und alle Infos dazu und wie ihr das Ding vorbestellen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr wissen wollt, was alles reinkommt, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind heute wieder draußen im Wald unterwegs und wollen heute was kochen, Andi? Das muss epischer. Tachchen, Leute! Tachchen! Heute ist es an der Zeit, wir verraten euch unser bestgehütetstes Geheimnis. Das Rezept. Das einzig wahre. Das von uns selbst entwickelte. Das von euch häufig erfragte. Rezept für Naturensöhnetopf. Jetzt fragen sich sicher einige von euch, Jungs, warum erst jetzt oder warum überhaupt? Ja, uns ist jetzt erst aufgefallen, dass wir noch nie ein alleinstehendes Video gemacht haben, wo wir den Naturensöhnetopf zeigen, mit Rezept quasi. Damit man das auch wirklich nachkochen kann und auch finden kann im Internet. Das ist richtig, weil wir haben das einfach immer irgendwie in so manchen Videos einfach gekocht und manche Leute haben dann halt bei Instagram geschrieben, ja Jungs, hä, ich finde das Rezept nicht, ja. könnt ihr mir das irgendwie schreiben und so weiter, bla. Ja, jetzt machen wir einfach ein Video dazu. Ne? Also es war auch nie der Plan oder wir wussten nicht, dass es so, also durch die Decke geht das jetzt völlig übertrieben, aber der Naturensöhnetopf ist jetzt schon, ist schon drin bei euch anscheinend. Es gibt auch manche Leute, die haben auch schon Videos darüber gemacht, ja? Die sie nachgekocht haben. Was wir extrem geil finden. Und mit diesem Video zünden wir dieses Feuer nochmal an. Anja hat es ja gerade gesagt, wir zünden jetzt wirklich das Feuer an. Das Feuer lodert jetzt herrlich vor sich hin und wir zeigen euch jetzt, was genau in den Topf reinkommt. Die Rezeptmenge, die wir heute kochen, ist für 2 sehr gute Esser oder 4 normale Esser. Als allererste Zutat brauchen wir für den Topf 600 Gramm gemischtes Hack. Außerdem 3 bis 4 Berliner Knacker, Landjäger oder Cabanossi, nennt es wie ihr wollt. Für die Farbe, aber auch ein bisschen, damit einfach Gemüse drin ist, 2 Paprika. Außerdem 2 Zwiebeln, ca. 100 Gramm. 4 Zehen Knoblauch. 2 Dosen gehackte Tomaten. 1 Dose Mais. 1 Dose gebackene Bohnen. Des Weiteren kommt noch 1 Dose Chilibohnen rein. Als Gewürze haben wir Salz, Paprika und Pfeffer. Natürlich ein bisschen Öl zum Anbraten. Und als essentiell wichtiges Topping Bindeglied jeder Mahlzeit, denn alles schmeckt besser damit. Streukäse. Leute, wenn ihr meint, dass wir uns heute mal euer Abo verdient haben, was müssen die Leute dann tun, Andi? Dann jetzt kostenlos unseren Kanal abonnieren und uns unterstützen. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video. Jetzt fangen wir mit dem Geschnippel an. Und schon haben wir alles vorbereitet, denn es ist gar nicht so viel vorzubereiten. Bisschen schnibbeln, aber es hält sich in Grenzen. Denn das ist das Kernkonzept von dem Naturensöhnetopf. Man will einfach alles schnell fertig haben, schnell zusammenkippen, bisschen köcheln lassen. Was machst du da? Nichts. Ja. Und das Ganze dann lecker verzehren können. Cool. Und ein bisschen snacken, hä? Dann snack mal ein paar Zwiebeln. Na klar. Und ein bisschen Knoblauch. Das war Knoblauch. Ja, der Plan ist nämlich, leicht im Rucksack zu transportieren. Und das geht auf jeden Fall, weil es sind alles Dosen. Mhm. Ja, und das bisschen, okay, das Einzige, was kritisch ist, ist das Hackfleisch. Aber es ist immer noch kalt genug, locker. Kühltasche und Abfahrt. Eben. Ja, Juti, hauen wir das Zeug zusammen und dann schmausen wir feinstens. Ja. Stellen wir das Dreibein mal hier rein. Töpfchen ran und Öl rein. Jetzt kommen gleichzeitig Zwiebeln, Knoblauch und die Knacker rein. Und wir haben hier direkt Alarm im Topf. Zack, Hackfleisch. Oh, oh. Es ist so ein geiler Topf übrigens. Wir lieben ihn. Ist
ein Kessel, Andi. Ein Kessel. Das ist so ein geiler Kessel. Wir ein Kessel. Ihn. Was ist es, Andi? Sag es. Es ist ein Kessel. Was nochmal? Ein Kessel. Ein Kessel. Jetzt würzen wir das Ganze mit, ja, keine Ahnung, so viel Salz, was sagst du? Ja, es muss genauso viel sein, nicht weniger, Leute. So, ja, das passt schon. So eine, keine Ahnung, so eine 2-Euro-Münze in der Hand. Da kommt auch echt viel Flüssigkeit noch rein, sozusagen. Ja, dasselbe nochmal mit dem Pfeffer. Na klar. Hier, so ein Häufchen, ihr seht. Zack. Und ich finde aber, Paprika kann mehr ran, oder was? Ja. Was denn? So eine halbe Schachtel muss schon sein. Ja, so ein Häufchen hier. Ich schicke euch noch die Hand, Maße meiner Hand. Jetzt rein mit der Paprika hier. Zack. Und wieder ein bisschen rühren. Alter. Jetzt kommen die ganzen Dosen rein, zuallererst gehackte Tomaten. Die Chili-Bohnen. Boah, das wird richtig gut, Alter. Ich glaube auch, ey. Was heißt, ich glaube, ich weiß es. Und Mais. Ja, noch mehr Farbe. Alter, das ist doch wieder ganz schön viel geworden. Und jetzt lassen wir die ganze Sache circa eine halbe Stunde einfach vor sich hin köcheln. Jetzt kommen wir ganz kurz zu unserem Sponsor RhinoShield. Wer jetzt RhinoShield immer noch nicht kennen sollte, kurze Erklärung. RhinoShield ist ein Hersteller für Handyhüllen und Schutzfolien, welche auch einiges aushalten. Das blenden wir hier oben mal kurz ein. Ey, wir haben die schon auf Herz und Nieren getestet, die halten einiges aus. Aber worauf wir heute mal eingehen wollen, sind die geilen Designs, die am Start haben. Verschiedenste Designs warten auf euch. Ihr seht es ja hier, Dragon Ball kennt ihr wahrscheinlich alle. Marvel, Star Wars, finde ich persönlich sehr, sehr geil hier, die Farbgebung. Hello Kitty, auch ganz wichtig. Verschiedenste Kunstwerke hier und einfach, wer es ein bisschen diskreter haben will, verschiedene Muster noch hier, zum Beispiel Holzoptik, auch sehr geil. Was wir außerdem noch richtig geil finden, ist, dass RhinoShield mittlerweile auch auf komplett nachhaltige, recycelbare Verpackungen umgestiegen ist. Es gibt natürlich noch viele verschiedene andere Designs, wie zum Beispiel von Harry Potter oder diversen Sportteams. Und wenn ihr jetzt Bock habt, das Ganze mal auszuchecken, könnt ihr jetzt mal unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken und mit welchem Code auch nochmal 20% sparen, Andi? Kochen 20! Vielen Dank für eure Unterstützung! So, der Eintopf ist fertig. Jetzt überleg mal. Ach komm, ich habe Handschuhe an, ich nehme das so ab. Zack. Jetzt stellen wir den erstmal hier hin, den Burschen. Die Konsistenz ist einfach perfekt, Leute. Jetzt wird hier richtig schön einer aufgetan. Mampfig, schlotzig, fantastisch. Richtig schön einer weggesnackt, ey. Reicht dir das, oder? Guter Witz. Ja, jetzt sieht's schon eher so aus. Mehr gibt's erstmal nicht. Oh Junge, ja. Alter. Es wird ein Fest, Mann. Alter Schwede. Die Portion ist nicht klein, ich sag mal so. So, Freunde. Oh, die Portion will weggehen, ich sag mal so. Erstmal muss ich hier pur kosten. Ne? Okay, okay. Ey, Mann, wir kennen's ja schon, ne? Aber Mann, ist ja wieder gut. Kocht es bitte nach, es ist geil. Das schmeckt so zwiebelig, rauchig, fleischig. Ich weiß gar nicht, wo der Rauchgeschmack herkommt, ehrlich gesagt. Ich glaube von der Knacker, oder? Kann sein, ja. Wäre die einzige Quelle eigentlich. Oh, das ist geil. Die Süße von dem es ist lecker. Früher haben wir es mit Kidneybohnen gemacht, nicht mit Chilibohnen. Mhm. Aber mit Chilibohnen hat es noch mehr Sinn, finde ich. Ja. Weil du dann eine leichte Schärfe drin hast. Ist das geil. Alter. Ich sag mal so, ich glaube, wir werden es aufessen. Ja. Also Leute, viel Spaß. Oh. Freunde, man sieht's, glaube ich. Es war ein Fest. Es war so geil. Wir sind satt. Die Portion ist echt ordentlich, ne? Ja. Also, oh. Wie lecker das Zeug ist. Kocht es einfach, glaubt uns einfach, ja? Tut es, kocht es nach. Und füllt eure Bäuche mit diesem gottgleichem Gegesse-Essen-Geilzeug, ey. Wer kein Fleisch übrigens isst, ist auch überhaupt kein Problem. Einfach genau das gleiche machen, aber mit Tofu. Am besten mit geräuchertem Tofu. Bisschen klein bröseln, anbraten mit viel Öl. Das ist eigentlich der gleiche Effekt. Was ich auch als richtig geiles Ersatzprodukt dafür gefunden habe, ist Sonnenblumen-Proteinhack. Das schmeckt auch richtig killer. Hat ähnliche Konsistenz, gut gewürzt. Ja. Schmeckt da keinen Unterschied. Könnt ihr genauso lange drin köcheln lassen, da passt das zerfällt quasi nicht. Ja, ist das gleiche Gericht dann quasi. War das geil, ey.
Und jetzt mit vollem Wanst wie immer die Frage an euch. Wir haben mal Bock, so ein Signature-Familiengericht, ja, das Familiengericht aus eurer Familie nachzukochen. Schickt uns das mal alles unten in die Kommentare. Ist jetzt ein bisschen was länger, die Einbindung hier, aber ist egal. Am besten mit Rezept und einem Pipapo oder per Mail. Ja, und wir suchen uns eins aus. Dankeschön. Freunde, wie gesagt, wir sind pappe satt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Naturensündentopf von uns einfach nachkocht. Sei es im YouTube-Video, sei es auf Instagram oder sonst wo. Verlinkt uns gerne mit @naturensünde, dann sehen wir das schön. Und wir werden alles reposten, was wir sehen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr von diesem Video und auch vielen anderen Videos von uns nicht genug bekommen könnt, sehen wir uns wieder am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Rezept für Naturensünde. Fixer!